Recht herzlich willkommen zur 92. Folge von. So. Wir sind im Spiel, was jetzt gerade wieder Störungen verursacht, aber geht noch. Ja, irgendwie will das ganze Programm nicht so sehr mit dem Aufnahmeprogramm arbeiten. Also da haben wir immer irgendwie eine Schwierigkeit. Aber jetzt läuft's, glaube ich. Oder auch nicht. Ja. Da fährt ein Zug. So, jetzt sind wir aber wirklich dran. Ja. Sorry. Tut mir leid, dass es so ein bisschen Komplikationen gibt. Ist halt manchmal so. So, wir waren beschäftigt mit dem öffentlichen Verkehr. Und zwar, warte, müssen wir die Karte drehen, weil hier rechts alles fertig. Und links müssen wir noch ran. Oder? Ja, hier müssen wir nicht mehr ran, weil die Buslinie sieht ganz gut aus, fährt bis da, wechselt sich hier auch, hat hier also eine Wechselstation zur U-Bahn, das ist also auch gut. Hier in diesem Viertel fehlt es irgendwie noch, da sollten wir vielleicht auch noch einen Bus installieren. Ja, denke ich mal, ne? Sieht aber etwas komplizierter aus, das da hinzukriegen. Hier ist eine Sackgasse, ich glaube da nicht. Fangen wir mal hier an, oder? Würde ich sagen, da. Dann dort. Noch ein bisschen weiter dahin. Kommen wir hier raus? Würden wir lang kommen, ja. Da lang. Wäre es. Ja, es ist sicherlich interessant, das mit anzubinden hier. Drehen können wir hier hinten dann. Macht vielleicht auch Sinn. Kommen hier wieder zurück. Fahren dann hier lang. Und kommen wir hier irgendwie hin? Nicht wirklich, ne? Da gibt es keine Straße rein, aber wie sehe ich das? Hier geht es dann irgendwo da ganz hinten rum. Ah, hier geht's. Warte mal. Da war der letzte Punkt. Dann machen wir den hier hin. Ja, die sind alle glücklich, ne? Da noch einen hin und dann schließen wir die Runde hier ab. Gut. Ja, hat geklappt, denke ich. Hier ist jetzt angebunden mit. Das ist super. Ja, hier hätten wir natürlich direkt vor der Tür der S-Bahn. Das ist schon ein ganz so weiter Weg, den die da jetzt laufen. Sieht man die Truppen, die da laufen? Auch geht eigentlich. Aber es gibt Leute, die dann darüber gehen, ne? Kommt gerade ein Bus vorbei? Ich glaube nicht, ne? Wir können hier gucken, ob da noch ein Bus ist. Hier ist ja auch noch eine Haltestelle drin, ne? Es kommt gerade kein Bus. Ich glaube, da ist einer, oder? Ja. So, da interessiert mich jetzt, ob die da aussteigen und hier runterlaufen zur U-Bahn-Station oder von der anderen Seite nur. Ja, es gibt welche, die laufen auch hier runter. Ja, die laufen wohl alle dahin. So, jetzt kommt der Bus hier hin. Hält hier an und da steigen auch welche aus, aber es laufen keine zur U-Bahn. Okay. Dann ist da hinten der Weg zur U-Bahn. Alles gut. Funktioniert erstmal. Gut, hier sieht's gut aus, da sah es gut aus. Das heißt, wir müssen weiter nach hier. Hier vorne findet sich noch eine Bushaltestelle. Ach so, die hatten wir letztes Mal gesehen, die so ganz urskomisch ist. Die da hinten hingeht, da das Kreuz schneidet und irgendwie nicht so viel Sinn macht, weil die urslangen Weg braucht zum Drehen, ne? Ja, das ist nicht tragbar, hätte ich jetzt gesagt, ne?
würde ich fast sagen, wir machen hier eine Kreuzung hin, dass die hier drehen können, ne? Muss sein. Ja, zweispurige Straße da rein mit Bäumen fertig. So, da ist Strommasten, okay. Setzen wir den ein bisschen anders hin. Das will er da nicht, weil da schon die Schräge ist. Da geht's auch nicht, es geht nur da. Machen wir so. Straße steht und der Bus kann da drehen. Macht er das dann? Nein, macht er nicht. So. Jetzt dreht er auf jeden Fall da. Fährt nicht diese lange Strecke. Das macht Sinn. Obwohl ich jetzt fast gesagt hätte, wir machen es besser andersrum, ne? Den dahin und den da weg. Ja, Entschuldigung, noch ein bisschen Erkältung ist noch da. Hört man vielleicht auch an der Stimme. Ist nicht so dolle, aber ich kann es gerade nicht so ändern, ne? So, hier fährt er überall durch. Der fährt natürlich Riesenstrecke, oder wie sehe ich das? Der kommt von da, fährt da lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Biegt da rechts ab. Fährt da überall lang. Da lang, da lang. Wow. Fährt da lang. Ne, fährt hier lang, okay. Das Teil gehört nicht dazu, nur dieses. Okay, dann lassen wir das so. Hier ist noch eine Linie, die ist das. Hier ist eine Linie, die ist das. Okay, das sieht ja schon top aus. Das war die Linie, ne? Und hier ist noch eine andere, auch gut, super. Die fährt da, trifft sich mit der hier, glaube ich. Alles gut. Hier haben wir eine. Die ist da und die zweite, die ist da. Hier fährt auch noch jemand lang. Ach so, das ist, glaube ich, ein und dieselbe mit der, ne? Genau. Ist alles gut. Hier wäre jetzt nicht so toll. Ich glaube, wir machen hier noch eine Linie hin, die im Endeffekt hier ist. Ich weiß nur nicht, in welche Häuserschlucht die reinfahren sollte. Wir machen die da hin. Da lang. Hält hier an. Hält da an. Hält hier an. Da und hält da auch an. Dann haben wir den Wechsel. Hat hier keine Haltestelle, ne, oder? Oder gibt es da eine Bushaltestelle? Ne, ich glaube nicht. Ich mache aber da eine hin. Und dann nochmal hier eine. Da eine hin. Ah, ja. Warte mal, wenn wir da lang fahren. Kommen wir da lang und schon da schließen? Ne, kommen wir nicht rüber hier, ne? Ne, dann lassen wir das da. Ja, nochmal ein Husten. Gut. Da noch einen hin. Da einen hin. Die nehmen wir mit. Und dann schließen wir die Route da. Okay.
Immer die noch mit und komm dahin. Shit, Entschuldigung. Nee. Die nicht. Die ist es. So, jetzt ist die Linie zu. Wunderbar, habe ich die eine Bushaltestelle eben nicht gesehen, ist aber nicht so schlimm. So, da haben wir eine Verbindung von da nach da. Super. Ja. Dann waren wir auf der Hälfte fertig. Dann gucken wir hier rein. Hier ist eine Bushaltelinie. Eine Bushaltelinie. Eine Bushaltestelle. Nein, eine Buslinie. Die geht da lang. Die andere geht. Na, leuchte doch mal. Die geht mitten durchs Wohngebiet und außen lang. Irgendwie zwei, ne? Ne, doch nicht. Das ist nur eine, die überall hinfährt. Und hier unten irgendwie doppelt gemoppelt. Die fährt hier irgendwie komisch. Hier ist die doppelt. Aber die fährt da lang. Ja, das ist sehr eigenartig hier aufgebaut. Ich glaube, die bauen wir mal zurück. Ja, das ist mir zu heikel hier. Das muss weg. Die bauen wir nochmal neu auf. Dubiose Streckenführung, würde ich sagen. Ich sehe keine Haltestelle mehr. Da ist eine. Ist hier auch noch eine? Eigentlich nicht wirklich, ne? Jetzt ist sie weg. Jetzt befindet sie sich nur noch hier. Dort lang, dort lang. Fährt hier lang. Boah, ist das eine lange Linie. Okay, das kann ja bleiben. Das ist ja kein Ding. Und wie kann sie sie hier drehen? Wahrscheinlich sogar nur so, wie es jetzt ist. Lassen wir auch so. Ist ja gar nicht so schlimm. Obwohl, dieses hier nehmen wir noch weg. Und die fährt jetzt hier lang, dreht da um und weiter. Gut. Dann machen wir hier eine neue. Fahren hier lang. Wo ist da? An der Brücke, beziehungsweise an der Kreuzung. Haltestelle ist da, gut. Jetzt hat es dies aber irgendwie wieder abgebaut. Auch schön, ne? Da machen wir eine hin. Da machen wir eine hin. Da eine hin. Da. Dort. Das ist eine Sackgasse, aber da ist ziemlich viel los. Da müssen wir schon hin. Fahren da lang. Dort lang. Da lang. Da. Dort. Da lang. Wie komme ich denn an diese Haltestelle ran? Ganz einfach so, gut. Könnte da drehen. Dann machen wir da noch eine hin. Dort eine hin und schließen dann hier. Wunderbar, Linie steht.
So, das ist verbunden, das ist verbunden. Hier ist nichts verbunden und hier ist es dann auch schwierig, darüber zu kommen. Und da haben wir auch keine Anbindung. Höchstens da lang. Jetzt hier einen hinmachen und da, wo fährt die lang? Dreht da in der Seitenstraße, ne? Genau so ist es. Machen wir aber hin. Ne, machen wir erstmal die weg. Machen wir nochmal hin. Nehmen hier diese zum Wechseln mit. Die auch noch. Und kommen dann hier zurück. Kommen hier lang. Das ist eine Autobahnauffahrt, ne? Fahren hier vorbei. Kommen da aber gar nicht rüber, ne? Wo dreht denn der? Ach, da übers Kreuz wieder dann. Ne, das will ich auch nicht. Das heißt, die Linie ist voll doof. Ne. Fällt weg. Kommt später irgendwann. Kann ich nicht ändern, aber das ist mir zu heikel. Ja, der dreht immer übers Kreuz. Ist da noch einer drin? Nein. Und die fällt jetzt weg. Okay. Müssen wir anders machen. So geht's nicht. Gut. Nochmal hoch. Das ist angeschlossen. Hier geht eine Linie, da auch. Allerdings ist die Verbindung von der Linie zu der Linie nur über die U-Bahn gegeben. Ist aber auch okay. Bedeutet, wir sind jetzt hier beschäftigt mit diesem Viertel. Und das war es dann schon. Aber da gibt es hier eine Linie, die wir unten nur noch ergänzen müssen. Hier sieht es ja ganz gut aus. U-Bahn verbindet das Ganze. U-Bahn-Linie ist da, das heißt, wir machen hier unten noch eine kleine Route, würde ich sagen. Müssen nur irgendwie darüber kommen und hiermit verbinden. Ne, da ist verkehrt, dann da lang, ne? Wo sind wir zurzeit? Da. Okay. Den mal weg. Da lang. Dort lang. Da lang. Da lang. Dort lang und wir schließen mal über den Weg da. Ja, bleibt nicht anders über. Aber vielleicht hätten wir da hinten noch eine Behaltestelle hinsetzen sollen dann. Machen wir die wieder weg. Ah, jetzt hat er zu viel weggemacht, ne? Jetzt hat er sie ganz weggemacht? Nein, der hat die hier. So. Jetzt fährt er da lang, aber da würde ich gerne noch eine einfügen.
So, jetzt hat er es gemacht. Wunderbar, das wollte ich auch. So, passt. Hier ist gut. Hier in der Mitte, die müssen zu Fuß zu den Linien laufen. Ist halt so. Da sind auch nur kleine Häuser. Muss man so akzeptieren. Die fahren sowieso alle mit den Autos. Da ist alles gut. Lassen wir so. Wunderbar. Gut, dann haben wir, glaube ich, erstmal, wenn mich nichts täuscht, die Buslinien fertig. Wir müssten gucken, dass wir jetzt in der nächsten Folge vielleicht die Dingens-U-Bahn noch einmal hier vielleicht rüberziehen und gucken, wo wir sie noch hinziehen. Aber das ist dann schon mal relativ gut am Laufen. Ja, dann würde ich sagen, soll's für diese Runde reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit